Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich mal wieder in einer 5-Masken-Vision drin. Ich versuche hier einen durchzuboosten und zwar wieder einen AFK-Boost. Ich hatte ja einmal schon den Run in SW gezeigt und ja, jetzt dachte ich mir, komm, machst du nochmal einen Run in OG. Und ich muss sagen, ich finde OG fast schwieriger als SW. Ich habe das die Woche hier schon einmal geboostet gehabt, also quasi hier, okay, warte, das muss ich nur kurz dem sagen, dass er stehen bleiben muss. Einfach stehen bleiben und nichts machen. Und ja, ich muss gestehen, SW lief echt gut durch. OG habe ich bis jetzt zwei Runs gemacht. Einen habe ich verkackt und den zweiten, der hat dann geklappt, aber war halt ein bisschen gammelig tatsächlich. Gut, jetzt schauen wir mal nach der Flask. Wir haben hier Schwarz ist Poison. Das wollen wir nämlich nicht haben. Okay, sind da gleich schon mal durchgelaufen. Dann machen wir jetzt hier einen Maßpull. Ziehen wir die alle mit. Ist der Schmied am Start? Nee, ist er leider nicht. Schade. Jetzt schauen wir, dass wir schnell hochkommen, dass wir das Ding andrücken. Ich hatte nämlich hier auch schon die Probleme, dass ich irgendwie, dass der Umhang geprockt ist, ich wurde slow, dann sind die hier hochgecharged, dann konnte ich die Tür nicht aufmachen und dann konnte ich die Mobs auch nicht pullen. Das war echt ein bisschen ätzend dann. Also hatte ich auch schon, oh, jetzt kommt der slow. Hatte ich alles schon gehabt. Jetzt machen wir hier Ding an. Wir ziehen hier auch einmal HT. Und dann ziehen wir alles rein. Ich habe schon relativ viel Sanity verloren. Was machst du denn hier? Jetzt sind wir erst geprockt. Wir haben schon 5 Masken, oder? Ja. Ich bin immer ein bisschen paranoid. Ich habe es einmal geschafft, zu starten, ohne dass es 5 Masken waren. Dann habe ich einen 0-Masken-Run gemacht. Und seitdem bin ich echt ein bisschen paranoid. Immer wenn die Mobs einigermaßen gut runtergehen, dann denke ich mir, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah. Gut, wir sollten jetzt vielleicht mal so spielen, dass wir uns nicht von jedem Scheiß hitten lassen. Das wäre ganz gut tatsächlich. Aber, fuck it. Aber wir kriegen ja hier wieder Sanity zurück, wenn wir einmal den Boss killen. Lol, das hatte ich noch nie, dass der Boss tot war und die Mobs noch nicht. Interessant. Interessant. So, ich habe mir extra noch mal ein bisschen. Warte mal, wir sind im Combat? Mit was? Ach, ist der Gambler vorgelaufen? Nee. Der soll doch einfach stehen bleiben. Warum läuft er denn rum? Jetzt bin ich im Combat wegen dem. Ich hasse das. Ich hasse das immer, wenn ich Leute habe, die ich durchbooste und ich ihnen sage, bitte bleib einfach stehen und mach nichts und die dann sich daran nicht halten und dann irgendwelche Spirenzchen anfangen. Da kriege ich mal ein bisschen Hass drauf tatsächlich. Also müssen wir hier gucken, den müssen wir nämlich interrupten, sonst kriegen wir relativ viel Schaden irgendwann rein. Am besten, dass ich halt immer nur ein Stack krieg, weil das sind 100% mehr Schaden, ne? Also das merkst du tatsächlich. Vor allem, wenn du dann bei 5 Masken dann für 2 läufst, dann hauen die Mobs tatsächlich schon ein bisschen mehr rein. Und, oh fuck, laufe ich gerade in den Mob rein, das ist nicht gut. Ja, deswegen schaue ich halt, dass ich die Mobs hier interrupte. Irgendein Shit heilt hier auch noch, aber das habe ich bis jetzt immer noch nicht so rausgefunden, was die Mobs heilt. Also, ich habe schon echt viele Runs hier gemacht, auch viele alleine 5 Masken und viele geboostet. Ich weiß immer noch nicht, was diese Mobs heilt. Jetzt sind sie halt easy weggestorben. Das letzte Mal hatte ich das Problem, weil das heißt, dass ich gerade glaube, weil der andere Typ Tank ist, dass die Mobs trotzdem weniger Leben haben, weil wir zu zweit als Tank drin sind. Ich glaube, wenn ich jemanden AFK booste, soll ich ihm am besten sagen, dass er auf Tank oder Heiler gehen soll, wenn er es hat. Weil die Mobs liefen jetzt wesentlich schneller als letztens, wo ich hier drin war und der andere DD war. Ja, das ist gerade hier so Master Brain. Gut, dass mir das jetzt gerade kommt, ne? Dass das vielleicht eine Geschichte wäre. Achso, ich könnte wegen den Kristallen hier noch gucken. Ah, jetzt laufe ich. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal durch. Scheiß auf jeden Kristall. Oder da oben habe ich einen. Komm, den nehmen wir mit. Dass wir schön den Run machen, ohne hier zu viel zu wasten. Ah ja, gut, das funktioniert schon mal. Jetzt mache ich es so. Also normalerweise, wenn ich alleine bin, ne, pulle ich halt hier wirklich alles zusammen und cleave das weg. Aber
Ich lasse die Mobs jetzt, also die zwei Mobs, die da hinten stehen, bewusst stehen. Und zwar hat es den Hintergrund, dass ich mit denen Gifted procken will. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier Gifted procken und das ist alles umsonst, ne? Und ich ziehe hier. Na, fuck it. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt extra nichts gezogen, weil ich jetzt bei den Mobs Gifted procken will. Aber jetzt kann ich ja einfach hier ein bisschen easy machen. Na gut, okay, so lange kann ich jetzt auch nicht warten, ne, bis die Minute wieder abgelaufen ist. Ich könnte die Mobs nur machen oder so, keine Ahnung. Weil es ist halt schon sehr angenehm, wenn du bei dem Boss am Anfang 20 Sekunden giftet bist. Ich bin ein Vollidiot, ich bin in die Mobs reingehopst. Okay, so wollen wir das eigentlich nicht machen, aber ja, egal. Ich ziehe jetzt halt hier absichtlich nichts, aber ich hätte wahrscheinlich bei den Mobs einmal die Explo ziehen können. Weil bis zum Boss ist es wieder ready. Weil tatsächlich sind die Bosse immer so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ganzen. Die Dings können eigentlich nichts. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich durch die Mobs nochmal Gifted procken, weil ich die jetzt gepullt habe. Und das sind die, wo ich mir auch denke, die heilen sich irgendwie. Also zumindest hatte ich das letztens. Ja, seht ihr das? Die heilen sich die ganze Zeit irgendwie krass hoch. Und ich weiß nicht, an was das liegt tatsächlich. Ich habe das bis jetzt echt nicht geblickt. Die casten nichts. Ich glaube einfach, wenn da zu viele von denen zusammenstehen, weil dann heilen sie sich immer. Seht ihr das? Die heilen sich die ganze Zeit dagegen. Die haben zwar einen Buff drauf, dass sie mehr Schaden verursachen, aber der dürfte sie auch nicht heilen. Warte mal, ich habe hier einen... Ja, jetzt bin ich halt nochmal giftet. Wenn ihr lernt... Ah! Warte mal, ich habe einen Debuff drauf. Folglich Angriff wird ja um 4%... Ah, fuck, ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, warum sich die heilen. Ich habe halt aber einfach einen Debuff drauf. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt mache ich die Kiste auf, hol mir die Tränke einfach. Was ist denn der Gute? Der Grüne ist der Gute und der Schlechte ist der Schwarze. Dass ich jetzt gleich nochmal... Okay, das ist der Schlechte. Heilbuff, den brauche ich mir nicht holen. Der läuft mir bloß aus und dann ist immer Kacke. Na super, zweimal blau. Gibt's hier nicht irgendwo einen Grünen? Nee. Dann food ich jetzt nochmal, hau die langsam um und krieg nochmal einen Sanity-Buff. Das ist jetzt suboptimal. Komm, ist schneller. Der Hirsch kommt. 3 Sekunden, 2 Sekunden. 1 Sekunde. Okay, Sanity haben wir. Jetzt schaue ich, dass ich die einigermaßen gleichmäßig runterhitte. Den Buff generiere und dann voll auf den Boss drauf nudel. Das ist jetzt der Plan. Ich hoffe, ich proc dann bei denen nochmal. Ja. Gut, wahrscheinlich hätte ich mir das einfach schenken können. Und einfach so den Boss, aber egal. Versuchen jetzt hier das Bestmögliche rauszuholen. Fuck, jetzt habe ich 2 Stacks drauf. Suboptimal. Ich wollte auch mal testen, ob ich vielleicht Feral spiele bei den Bossen. Vor allem bei den schwierigen Bossen in Anführungszeichen. Ob ich das vielleicht mal mache. Aber ich habe mir mein Feral-Spec nicht so gesetupt, dass ich das jetzt machen könnte. Deswegen machen wir das jetzt tatsächlich eher nicht. So, aber jetzt habe ich lang genug gewartet. Jetzt müsste ich einen Gifted-Buff kriegen, oder? Perfekt. Gut, eigentlich ist es gar nicht so useful am Anfang. Weil du sowieso, weil am Anfang eh die Dinger nicht spawnen, die Wellen. Aber okay. Ich hab's einmal geschafft, hier in eine Welle reinzuhüpfen, ne? Seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ist jetzt natürlich blöd, wie die hier gespawnt. Bei dem Sport spiele ich lieber ein bisschen auf Vorsicht, bevor ich hier eine Welle mitnehme und dann ewig warten muss, weil du kriegst ja relativ viel Sanity wieder, wie ihr seht. Ah, schau mal, hier ist auch nochmal ein Sanity-Dings. Easy. Deswegen kannst du da eigentlich relativ gechillt rangehen, hier im ersten Viertel,
Wenn du es einigermaßen gut machst, hast du danach eh wieder volle Sanity, auch wenn du einen mitziehst. Okay, die Kristalle haben wir, perfekt. Ja, man kann auch ohne Skill boosten, das ist richtig. Gerade im Stream geschrieben, das ist richtig. Du brauchst halt nur so viel, dass du den durchziehst. Aber ich sage euch, wenn ihr normal 5 Masken schafft, wenn ihr jemanden boostet, das ist schon noch ein ziemlich gutes Stück schwerer, weil die Mobs halt wesentlich mehr Life haben und du dann die Mechanics auch relativ lang spielen musst. Das ist, sehe ich so, also wenn ich alleine 5 Masken runlaufe, ich bin ehrlich, ich hau die Mobs halt so schnell weg, ne, dass ich die meisten Mechanics halt nicht wirklich sauber spielen muss. Es ist einfach so. Und da ich die Mobs so schnell weghau, ich verliere auch kaum Sanity dadurch. Und dann ist das halt ziemlich Free Loot, ja. Wenn die Mobs halt dann einen Haufen mehr Life haben, dann ist es halt kacke. Ich hoffe, nein, er läuft noch rein. Ist das bitte? Ich dachte, ich bin jetzt ganz am Rand. Naja, ich food jetzt trotzdem Scheiß drauf, auch wenn ich ein Dings hab. Scheiß drauf. Jetzt haben wir halt hier auch gleich wieder. Jetzt muss ich überlegen, wo ich es ziehe. Hier haben wir nochmal einen Trank. Eigentlich gleich mitnehmen. Oder sind. Ach, da. Ne, da oben ist ein grauer, ne? Nein! Was zur Hölle? Warum sind denn die da oben jetzt geedit? Was zur Hölle? Warum? Ist die Tusse da jetzt reingecharged? Hat mein Motorrad die geedit? Oh mein Gott, ist das unlucky. Das ist jetzt richtig unlucky. Aber warum? Wie. Ja, super, die Zwillingsverwüstung ist jetzt halt auch in den Sack gegangen. Alter. Habt ihr das. Also, ne? Manchmal läuft's halt schon echt. Weil jetzt hast du halt so viele Void-Flächen, aus denen ich rauslaufen muss, wenn du da zwei Gruppen hast. Jetzt muss ich halt fast Inka hier ziehen. Muss ich stehen bleiben, hilft nix. Ein Ding muss ich jetzt fressen. Das ist so bitter. So bitter. Also, ne, hier willst du halt nicht mehrere Gruppen pullen, weil du wirst die ganze Zeit geslowt, wenn du im Kampf bist. Und du hast so viele Void-Flächen, sobald das Zeug um dich rumkommt, kannst du halt nicht mehr aus allen rauslaufen, ne? Ich hasse mein Leben gerade so ein bisschen. Also, wenn dann war es die Tusse oder das Motorrad. Super, da ist natürlich jetzt genau wieder der Pfosten. Ich schätze tatsächlich, dass es das Motorrad war. Aber, na gut, ich werde auf jeden Fall einen CC fressen. Den kann ich jetzt. Ja, den kann ich jetzt nicht interrupten, der ist zu weit weg. Ich wollte den einen schnell töten und dann den anderen interrupten, aber der ist da hochgelaufen, dann konnte ich den nicht mehr interrupten. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Jetzt aber hier, ne? Nochmal kriege ich aber keinen CC von dir. Also, ich will jetzt, dass wir nicht die Mobs da hinten adden, aber ich sehe schon, dass diese Tusse, diese Oberanführerin irgendwas, dass sie wieder total hohl drehen wird. Und dass die da hochcharged und einmal. Ne? Einen auf Selbstmordattentat startet. Deswegen versuche ich den Mob jetzt schon mal hier hochzuziehen, dass das nicht passiert. Fuck. Weißt du, immer wenn ich die Mobs wegziehe, dann proc die Zwillingsverwüstung. Das ist so bitter. Okay. Jetzt oder nie. Fuck, jetzt kommt der Proc. Müssen da ein bisschen weg von den. Fuck, jetzt haben wir einen. Komm, scheiß drauf. Ich habe zwar noch nichts ready. Das war keine gute Idee, was ich da getan habe. Wo mache ich denn immer so einen Scheiß? Nein. Warum mache ich denn immer so einen Kack, echt?
muss ich ihn schnell töten. Ah, fuck it. Töte ihn. Alter, da hatte ich jetzt mehr Glück als. Ich hätte ihn nicht adden sollen, während die ganzen Viecher noch am Leben sind, ne? Ich wollte mir die Orb hier sparen. Hat gedacht, hier, Ding ist geprockt. Du willst den Mob halt immer dann machen, ne, wenn du den Gifted Buff hast. Und ich hatte den Gifted Buff, ist halt in den ersten Mobs gespawnt. Ja, ist halt bitter. Der muss eigentlich da richtig spawnen. Oder du pullst ihn mit der Orb, das hätte man auch machen können. Aber ich habe meinen Free Death nicht gewastet. Das ist das Wichtige, den Free Death habe ich noch. Ich habe jetzt halt, ziemlich viel Sanity verloren, aber dafür keine Orb gewastet. Kann man jetzt so und so sehen. Ich werde die Orb aber hier trotzdem ziehen. Es ist jetzt nicht ganz schlecht gelaufen, aber es ist jetzt auch nicht gut gelaufen. Also es war jetzt auf jeden Fall nicht sauber. Ich hätte halt auch HT ziehen können. Ich ziehe auch oft für den HT. Aber ich dachte mir, komm, nein. Ich ziehe den für den großen Buff Boss HT. Und, fuck, ist da wieder so ein Mob gespawnt? Ach, fick dich doch. Das hier ist immer das Todesurteil, wenn du weiterläufst, der NPC den Mob angreift und dann in den Slow stackst, wie nochmal was. So. Nee, das ist ein 5-Masken-Run und ich bin halt noch einen am AFK-Boosten. Deswegen haben die Mobs ein bisschen mehr Life. Genau. Genau. So, was haben wir hier? Einen roten Trank. Nee, komm, die nehmen wir alle nicht mit, die Scheißtränke. Stehen bleiben hier. Eingewollt. Ach komm. Ich lauf dort an dem Feuer vorbei und ich krieg den Shit ab. Das gibt's doch nicht. Der Bärenarsch ist zu dick, da kommst du nicht vorbei. Okay, dann haben wir das Teil hier. Ja, ich sollte jetzt vielleicht nicht auf Vollrisiko gehen. Auf Risiko. Jetzt spawnt wahrscheinlich gleich nochmal hier so ein Dude, ne? Ich spiele lieber mit der Orb und fertig ist. Halt, da haben wir noch ein Dings, das wir mitnehmen können. Ja, schau, da ist er schon. Ich hab's mir schon gedacht. Okay, da kommt der Proc. Scheiß drauf. Ich spiele es safe. Ich zieh einfach die Orb hier. Hallo, ich hab die Orb doch gezogen, oder? Ich hab's zu oft gehabt, dass ich's. Also ich hab jetzt auch. Also Gifted und Orb gleichzeitig zu ziehen ist jetzt eigentlich ein bisschen dumm, aber ich hab's zu oft tatsächlich gehabt, dass dann nochmal so ein Mob ganz am Ende gespawnt ist. Kurz bevor. Bevor ich meine Orb ziehen konnte, dann habe ich einen Free Death dadurch gewastet und da habe ich mich so geärgert, dass ich jetzt lieber die Orb ein bisschen früher ziehe und mir denke, hier, egal, ob wir jetzt ein bisschen was wasten, nicht so schlimm. Hauptsache, dass das nicht mehr so 100% Abfuck ist. Okay, bleib mal schnell stehen. Da muss ich jetzt schauen, dass wir möglichst wenig CDs auf denen brauchen. Hier, ich habe das vorhin, habe ich einen Boost gemacht mit einem Dude, den ich mitgezogen habe. Und mit 2 Milis an dem Dings ist halt richtig ätzend. Jetzt wird's halt ätzend. Jetzt muss ich da blöderweise durchlaufen. Ich spare mir halt jetzt gerade CDs für den Boss. Ne, also für den krassen Boss. Fuck, jetzt kommt das Einwollen wieder. Das lief jetzt aber tatsächlich ganz gut. Da ist die Öffnung jetzt tatsächlich dankbar gewesen. Also bis jetzt habe ich den sogar gar nicht schlecht gespielt, muss ich mal selber auf die Schulter klopfen. Hier spiele ich meistens richtig abfallmäßig und fress zu viel tatsächlich. Und den Gifted Buff ist geprockt. Okay, jetzt wollen wir den Boss erstmal nicht pullen. Weil der Boss hat Ads dabei. Und du kannst mit den Ads quasi gifted gebufft werden, was ganz nice ist. Jetzt suchen wir uns erstmal hier das Ding. So. Warte mal, rot ist Death, brauche ich nicht. Ich nehme lieber keine Tränke mit, die dann auslaufen können und ich dann gefeiert werde. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, die Tränke, die ich nicht brauche, nehme ich auch nicht mit. Fire Breath für ein bisschen extra Schaden würde ich mitnehmen. Warte mal, ich kann da hochstelfen, weil ich will den Boss nicht mehr hier unten spielen, wo ich jetzt stehe. Warte mal, nein, 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 du dumme Tusse. Greif nicht den Boss an. Nein, die geht nicht ins Stealth. Warum? Ich hasse mein Leben. Hütet
Ich hab die Tusse vergessen. Die ist da. Alter. War. Ich krieg grad richtig den Hass, ne? Also nicht nur so ein bisschen. Ich stealth da halt hin, dass alles easy ist. Und dann spawnt diese scheiß Tusse da rein. Alter. Ist halt hier alles voll gevoidet. Dieser Hass, ne? Der komplette Start war halt wasted. Alter. Ich lauf da hoch. Die Viecher spawnen um mich rum. Ich kann halt da nicht rauslaufen. Die Tusse läuft in den Mob rein, greift ihn halt an. Er castet genau auf mich und ich kann halt nichts machen und werd halt gestunt da drin und verliere halt schon mal Viertel Sanity. Oh, ich habe halt nicht dran gedacht, dass ich diese Dreckstusse am Arsch habe. Ohne Scheiß, in diesem Viertel, wenn, die macht ja ein bisschen Schaden, die Tusse. Aber wenn ich einfach hingehen könnte und sagen, verpiss dich, ich will dich nicht dabei haben, du gehst mir einfach nur auf den Sack, ich würde halt wesentlich besser dadurch kommen. Die pullt halt immer irgendeine Scheiße zusammen, das ist so nervig. So nervig. So, jetzt pullen wir den ganzen Käse einfach da vorne um die Ecke rum. Irgendwo hin. Ich hoffe, die kommen alle zusammen, die Mobs. Die können nämlich hier alle nix. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich doch ein bisschen viel gepult, fällt mir gerade auf. Aber die kommen hier. Kommen die hoch? Bin giftet, perfekt. Na, ja, fuck, jetzt stehen die ganzen Caster da unten halt rum. Das war jetzt eigentlich ein bisschen unnötig, dass ich die alle geedit habe. Also das war echt ein bisschen... Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt alle mitgenommen habe. Eigentlich brauche ich die alle überhaupt nicht. Naja, scheiß drauf. Ich habe halt jetzt übelst viel Sanity gewastet bei dem Boss. Jetzt muss ich wahrscheinlich vorher nochmal orben. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt tatsächlich. Jetzt werden wir einfach hier nochmal ein Food reinhauen und hoffen, dass irgendwo nochmal einen Trank... Was muss ich? Einen grünen Trank brauche ich, ne? Ach. Jetzt habe ich gerade das Food... Oder okay, er hat es nicht genommen. Perfekt. Danke dir fürs Subben, ne? Fürs Follow und so rum. Ich bin schon verwirrt. So, okay. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen hier. Schauen, dass wir noch einen grünen Trank kriegen. Und dann kriegen wir das sicher wieder hin, obwohl wir jetzt einen Haufen Sanity bei dem Boss gewastet haben. Da haben wir noch einen blauen. Grün, grün. Grün siehst du wenigstens gut, ne? Ich finde diese schwarzen, die siehst du halt immer ein bisschen schlecht. Aber ich kriege jetzt durch ihn gleich nochmal ein bisschen Sanity. Ich schaue jetzt, dass ich hier nochmal einen Proc krieg. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal einen Gifted Proc. Ah, schau, da ist er. So, jetzt können wir den hier weghauen. Brauchen wir Damage, können wir an einem stehen bleiben. 10 Sekunden habe ich, ja gut, komm, Damage. Okay, jetzt müssen wir rausgehen. Jetzt ist der Buff ausgelaufen. Hütet euch. Hütet euch. Raus. Okay, ich wäre fast in das Viech reingecharged, ne? Das war jetzt knapp, tatsächlich. Hütet euch. Ah, ah.
Uiuiui, das war jetzt nicht gut. Ich hab zu viele von den Zonen gefressen, ne? So, warte, wir nehmen jetzt Ding mit. Ah, da ist aber ein grüner Buff, ne? Ein grüner Boss-Buff. Ich, wunderbar. Halbe Sanity haben wir wieder. Haben wir das Ding drin? Nee. Jetzt machen wir erstmal die Mobs hier. Mal ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube. Ah, ich muss überlegen, ob ich bei dem Boss dann einmal orbe. Wahrscheinlich wird's was besser sein, ne? Die kann ich mitziehen, die sind egal. Eigentlich kann hier nur einer was und das ist der Caster. Die anderen sagen, okay, jetzt kann ich in einem stehen bleiben. Komm, verängstigt mich hier. Macht doch nicht sowas mit mir. Ja, das Problem ist, ich habe ein bisschen wenig Sanity dann. Vielleicht, wenn ich jetzt noch zwei Tränke finden würde, dann wird es gehen. Aber sonst ist halt schwierig jetzt. Weil für den Boss, wenn ich halt movement-technisch hart verkack, was halt vorkommen kann. Dann verliere ich halt schon einiges an Sanity, ne? Ah, jetzt hat der den Dings aufgehalten hier. Okay. Ich habe jetzt extra Dings nicht gezogen. Okay, Inka ist eh noch nicht ready. Haben wir da einen roten Trank? Jetzt gucke ich mal, ob da Tränke oder irgendwas drin ist. Ne, ist nicht. Achso, ich kann noch fooden, ne? Machen wir mal das Food durch. Naja, Waffe macht halt tatsächlich schon immer was aus, ne? Du skalierst das Melee mit Waffenschaden. Das zum einen. Und als Caster hast du halt viele Stats auf der Waffe drauf, ne? Deswegen ist die Waffe tatsächlich nicht zu unterschätzen. War da irgendein Crystal oder irgendein Trank drin? Nee, auch nicht. Ja, bei dem werde ich jetzt wahrscheinlich gleich Gifted procken. Warte mal, ich könnte. Achso, den musste. Ach, du kannst nicht aufmachen, ohne dass du den. Okay. Hilft nichts. Also dann töte ich den. Also ich bin jetzt am Überlegen, wie ich spiele. Ob ich jetzt bei dem Boss mit der Orb spiele. Oder ob ich auf Risiko gehe und sage, ich packe das so und ohne. Aber ich glaube, ich sollte lieber orben hier. Es tut zwar weh, weil eigentlich will ich am Ende die Orb haben. Aber es hilft ja nichts. Alter, hier ist halt auch kein Trank drin, okay. Ja, ist jetzt nicht optimal. Normalerweise habe ich im letzten Viertel noch zwei Orbs über, ne? Normalerweise. Okay, hier ist halt auch nichts drin. Interessant. Ja, das ist nicht gut, da hast du recht. Tatsächlich nicht gut, was hier gerade läuft. Ah, da ist der Crystal. Und nochmal so ein Viech, okay. Stellen wir hier gleich die Orb auf und dann. Mal rein. Fuck, jetzt ist der noch gespawnt hier. Den brauche ich jetzt aber nicht. Jetzt sind wir dann nochmal giftet. Fuck, ich habe den Ding nicht gezogen. Weiß nicht, ob ich in der Orb, ob es sinniger ist, einfach in der Orb stehen zu bleiben. Ich hätte wahrscheinlich einfach stehen bleiben können. Okay, die stehen in dem Shit drin. Habe ich es nicht rechtzeitig gekillt? Fuck, ich häng schon wieder.
Da habe ich keinen Sprint mehr. Fuck it, ich bin da wieder an so einer Ding hängen geblieben. Das ist so. Ich bin so dreckig, echt. Das sind immer diese Pfosten. Ohne Scheiß. Die Pfosten, die grillen mich echt immer. Bleib immer an so einem Pfosten hängen. Alter, das macht er schon wieder seinen scheiß Totem. Hä, hat das abgebrochen? Lol. Bin halt mehr Moven als alles andere hier bei dem Boss. Aber musst du halt auch echt, ne? Wenn dich da wischen lässt, wie ich vorhin eben, das zieht dir halt ziemlich viel ab. Ja, gut. Schauen wir mal, dass wir hier noch einigermaßen safe durchkommen. Jetzt werden wir ein bisschen overcappen, aber ich musste eh warten wegen dem Ding hier. Haben wir einen Ticken overgecappt. Ah, warte mal, ich muss wieder Rollen reinhauen, ne? Die sind auf. Fuck, jetzt kommt genau das dann, wenn ich weglaufen muss. Ah, okay, ich bin aber noch rechtzeitig. Und natürlich ist meine Zwielichts, ne, Verwüstung wieder in die Grütze gegangen hier, nach außen. Na super, jetzt spawnt das Ding wieder. Ach komm, aber ich war nicht drin gestanden, ne? Der Spawn hat genau gleichzeitig der Shit, wo ich nicht bewegen darf, wo ich weglaufen muss, wie ich das hasse. Wenn es genau den gleichen Timer hat. Aber ich krieg 200 wieder, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja. Das Gifted geprockt hier. Ich sag's euch. Hier habe ich ja mittlerweile gelernt, dass ich mir das runternehmen kann. Wenn ich so 2-3 hab, dann nehme ich es mir runter. Eigentlich ganz nice. Eigentlich bist du als Druid schon richtig die Bob-Klasse hier. Du kannst dir den Slow runternehmen, du kannst dir das Zeug dispeln, ne? Also eigentlich musst du nicht viel können als Druid. Du kannst die ganzen Fails wieder kompensieren. Ja, ich hab's mir bloß nicht gebindet, ne? Ich muss es halt über die Cursive runter machen. Aber es ist jetzt auch ganz okay. So, jetzt kommt es bei dem einen Mob da hinten dann gleich drauf an, dass wir das gut spielen. Warte mal, habe ich jetzt vorhin gar nicht HT gezogen? Ups, ich habe vergessen, HT zu ziehen. Ja gut, jetzt kann ich es, jetzt brauche ich es hier auch nicht mehr ziehen. Kann ich es oben beim Dings machen. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich Gifted procken, obwohl wir es nicht haben wollen. Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Ich habe immer noch die kleine Made dabei hier. So, wahrscheinlich triggern wir jetzt bei denen hier das Gifted und dann muss ich einfach ein bisschen abwarten. Fuck, da stehe ich halt voll drin. Ja, okay. Ich habe es mir gedacht. Ich hätte jetzt den Boss auch pullen können auf voll Tryhard-Modus, aber das wäre, glaube ich, nicht so clever gewesen. Mach mal die Mobs noch weg. Ich habe nämlich jetzt gedacht, dass er hier spawnen wird. Deswegen habe ich jetzt nicht gefoodet, ne? Ich hab's irgendwie geahnt. Jetzt kill ich nämlich die ganzen Mobs. Dann fude ich. Und dann müsste eigentlich die Minute knapp rum sein, dass der Gifted Buff wieder procken kann. Und dann kann ich nämlich hier hinten in der Ecke, kann ich mir nämlich Mobs holen, die dann hoffentlich den Gifted Buff procken.
Schauen wir mal, ist der Crystal da? Nee, ist glaube ich nicht. Okay. Schauen wir mal, ob der Crystal am Start ist. Ja, ist er. Mache ich jetzt langsam. Ja, die kill ich nämlich jetzt nicht, bis das Ding abgelaufen ist. Dann kill ich sie. Und dann. Wir gehen schon mal Richtung. Fuck, jetzt ist er noch gespawnt. Gehen schon mal Richtung Boss. Ja, da ist er. Die Öffnung. Der ist so ein richtiger Spacken, der Mob hier. Okay. Okay, das sieht bis hierhin jetzt nicht so verkehrt aus. Jetzt darf ich es bloß auf. Also der schwierigste Mob kommt noch. Und zwar nicht der Endboss, sondern. Na, super. Oh, ich bin das letzte Mal hier unten in der Palme. Hier bin ich verbuggt, weil der kickt dich ja immer. Und der hat mich in die Palme reingekickt, deswegen lasse ich mich jetzt so gerade nach unten kicken. Scheiße, jetzt bin ich in der Normalgestalt. Alter, in der Normalgestalt kriege ich übelst da drauf. Ich habe jetzt halt das Ding geshapeshiftet. Ach, jetzt bin ich hier nochmal giftet geprockt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, jetzt müssen wir dann eh nochmal eine Minute warten. Ich bin wieder Normalgestalt gestanden. Ich wollte den Dings wegschiften. Der Mob ist so nervig, aber ich kann hier keine CDs oder irgendwas ziehen. Jetzt wird er mich wahrscheinlich wieder in das andere Ding reinkicken, oder? Ne? Rechtzeitig weg. Weil ich quasi alles auf dem Boss gleich brauche. Auf den schwersten Mob in der Instanz. Okay, hier unten ist nochmal ein grüner Trank, das müssen wir uns merken. Fude jetzt hier einfach nochmal. Einfach ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil wir hatten jetzt eben den Gifted Buff. Ich muss jetzt einfach ein bisschen Zeit überbrücken tatsächlich. Ah, fuck, jetzt ist er hier noch gespawnt. Ich hoffe, dass der mir jetzt den Gifted Buff nicht gibt, sonst wird es halt ätzend. Ah, der ist auch noch da. Bitte, bitte gib mir keinen Gifted Buff. Aber der ist erst gespawnt, also eigentlich dürfte mehr, mehr. Jetzt ein Gifted Buff kriege ich halt ätzend. Fuck! War der grüne Trank. Ich muss jetzt halt nochmal eine Minute warten, ne? Also es ist quasi folgendermaßen. Wenn ich einen Mob töte, kriege ich diesen. G oder es gibt eine Chance, wenn ich einen Mob töte, kriege ich diesen Gifted Buff. Dann bin ich immun gegen Sanity Loss. Und ich muss den hier richtig triggern, deswegen warte ich jetzt lieber nochmal. Bis. Also der hat etwa so eine Minute Abklingzeit. Jetzt wird wahrscheinlich gleich nochmal so ein Mob spawnen. Ja, da ist er. Den töte ich. Da kann jetzt eigentlich kein. Also wenn jetzt ein Buff proc, dann weiß ich auch nicht. Ich warte jetzt, bis hier etwa eine Minute abgelaufen ist. Dann resette ich den Boss einmal. Lauf rein, stell eine Orb und dann ziehe ich alles auf Rexar, was ich habe. Okay, das kommt jetzt nochmal. Jetzt darf bloß kein Mob spawnen, sonst ist Feierabend. Echt Feierabend.
Bitte, 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 bitte nicht. Hallo Orb. Alter, das war so knapp. Fuck. Ich krieg keinen Gifted Buff, warum nicht? Nein, jetzt ist gleich mein Run vorbei. Brauch den Gifted Buff jetzt. Okay, das war's. Run ist vorbei. Scheiße. Alter, fuck it, ob das noch reicht, I don't know. Nicht gut, aber okay. Wie kannst du denn zufällig ein Auge von den Zott auf der Bank haben? Wer legt denn das auf die Bank? Alter, das war. Keine Ahnung, vielleicht ist es doch länger als eine Minute, dass es wieder procken kann. I don't know. Das war jetzt schon echt nicht ganz so geil. Nee, also ein 5-Masken-Run an sich ist nicht sonderlich schwer, aber einen 5-Masken-Run einen durchzuboosten, weißt, dann haben die Mobs doppelt so viel Leben und ich mach das halt alleine und die hauen noch doppelt so viel rein, Leute, so ein Zeug. Also zu boosten, wenn einer komplett gar nichts macht, ist tatsächlich schon, also ich find's schon schwer, ne, das dann zu machen, aber jetzt normalen 5-Masken-Run kriege ich easy hin. Und es sieht jetzt auch ganz gut aus, dass ich den 5-Masken-Run hier in OG auch mit dem Dude geboostet bekomme. Da haben wir noch Gammon, aber den mache ich jetzt nicht. Komm, wir geben das Ding jetzt ab. Scheiß drauf, ich suche jetzt nicht mehr alle Crystal. Ich hab nur 7 Kristalle mitgenommen. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt den Run hier, dass der Kunde zufrieden ist. Alles andere ist jetzt egal. Ob ich jetzt hier ein paar weniger Münzen kriege oder nicht, ist Lachs. Jetzt retten wir den Typen. Tränke habe ich jetzt tatsächlich keine mehr hier gesehen. Gammon nehmen wir auch nicht mit. Jetzt habe ich hier nicht ganz volle Sanity. Vielleicht ist da noch einer drin. Nee. Fuck, jetzt ist hier noch ein Mob gespawnt. Den müssen wir reinziehen. Dann kriegen wir ganz sicher giftet. Deswegen kill ich den jetzt nicht. Kann ich halt keinen. Müssen jetzt die Ads umnatzen, das rentieren. Fuck, wir haben nicht giftet gekriegt. Scheiße, die Ads leben halt immer noch. Jetzt habe ich. Alter, Scheiße. Die haben mir richtig viel abgezogen. I don't know, ob das jetzt noch reicht. Ich hätte den Typen draußen töten sollen und dann rein und. Na, scheiße. Aber ich habe, glaube ich, mein Free Death noch. Schauen wir mal. So, fast verkackt hier. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Dass ich hier nicht mich irgendwie wegschallern lasse. Na super, jetzt muss das Viech jetzt spawnen. Die spawnt, bitte.
Naja, Pot konnte ich jetzt auch nicht nochmal nehmen, weil wir ja im Combat waren. Na gut, das wird auf jeden Fall durchgehen. Da habe ich jetzt nicht genug Schaden, dass ich das gegen DPSe. Es wird halt scheiße knapp. Also Free Death habe ich, glaube ich, noch. Slow immer, echt. Es lief jetzt halt nicht optimal, sagen wir es mal so. Bisschen viel Gebäude ist halt hier drin, ne? Fuck. Ich hatte jetzt gerade irgendwie auf den Trichter, dass das Auge, das mich abschießt, das aus SW ist, ne? Aber das ist ja das ganz normale hier von meiner Corruption-Fähigkeiten-Geschichte. Ich könnte da reingehen, aber da wird es gleich nochmal seinen Hit machen und dann laufe ich da rein. Ja. Ach, da muss man raus. Darf mich jetzt einfach nur nicht von dem Stun treffen lassen, dann. Ach warte, ich habe hier Inka ready. Ja, dann soll es eigentlich kein Stress sein. Also der Run lief auf jeden Fall nicht so hundertprozentig optimal, aber ne. Wir haben es ja hingebracht. Gut, dann haben wir auch durch die OG den Kunden durchgeboostet. Full AFK hat funktioniert. Wunderbar. Ja, Rexxar ist der härteste Boss. Der hat jetzt irgendwie auch nicht so geprockt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ja, lief doch. Lief doch. Nee, den Freelife habe ich nicht gewastet gehabt. Passt alles. Gut, okay, das war's dann mit dem Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Tela, ciao.